Hallo und herzlich willkommen bei Antalya City Lights. Wir haben heute einen sehr, sehr schönen Tag. Da sieht man auch hier mal einen ganz klaren blauen Himmel. Das haben sicherlich auch viele vermisst gehabt, die jetzt vor ein paar Tagen hier waren. Denn der letzte Woche da war, hatte ja leider nicht so schönes Wetter hier bei uns gehabt. Aber wir haben ab jetzt 21 Grad, 22 Grad, 24 Grad. Das Wetter wird jetzt im Allgemeinen ganz, ganz gut die nächsten Tage. Nur mal zu kurz eine Info für die, die jetzt demnächst hierher kommen sollten. Ich bin hier gerade vorm Laden und ich habe schon wieder neue Babykatzen, wollte ich hier gerne mitteilen, denn es schreiben mir auch sehr viele Leute, haben mir sehr viele Leute auch Beileid gewünscht wegen dem Luis, was da leider passiert war, wo der da gestorben war. Oder wir haben zwei Tage später nochmal ein neues Kitten bekommen von der in der Motorhaube war, was ich ja auch jetzt kurz geteilt hatte, aber weil ich auch sehr viel zu tun hatte, jetzt auch nicht so oft online war jetzt letzte Zeit. Aber ich habe jetzt auch ein neuen Fall bekommen mit zwei neuen Babykitten, die leider von der Mama abgestoßen waren. Und die sind zwar so abgestoßen, die sind gestern in der Früh um 6 Uhr geboren bei einer Bekannten auf dem Balkon und die hat mich dann am Nachmittag angerufen gehabt, wo sie dann wieder zu Hause war und die meinte, Ahmed, hier waren 5 Kitten in der Früh, die sind hier geboren und jetzt sind es nur noch 2 und die schreien ganz laut. Ich habe gesagt, fass die nicht an. Lass die da, die Mama holt sich die schon wieder auf dem Balkon und dann hat sie das auch gesagt, hat sie auch gemacht, was ich ihr gesagt habe, bloß tu dort irgendwie ein Handtuch hin und heb sie mit einem Taschentuch auf, nicht berühren mit Händen, weil die Mama holt sich dann schon die Babys, aber die Mama ist gar nicht gekommen, also die war nicht in der Früh, die hat die 3 Babys von den 5 mitgenommen und hat 2 von denen zurückgelassen und dann hat sie mich nochmal gestern um 15 Also um 15 Uhr hat man nochmal telefoniert gehabt und dann nochmal gestern um 24 Uhr hat sie mich nochmal angerufen gehabt und mir mitgeteilt gehabt, dass die Mama immer noch nicht gekommen ist von den Babykatzen. Dann habe ich natürlich gesagt, wenn die Mama jetzt nicht gekommen ist, das ist jetzt über 12 Stunden her, dann heißt es natürlich, dass die Mama die Babykatzen verlassen hat. Dann habe ich gesagt, dann bring mir mal die Babykatzen und dann war sie auch innerhalb der nächsten 20 Minuten bei mir und sie hat mir die Babykatzen dann auch gebracht und dann habe ich gesehen, die waren nicht mal einen Tag alt gestern, jetzt sind sie mittlerweile 1,5 Tage alt und die waren auch ganz, ganz kalt, wo sie gebracht wurden. Das erste, was ich da gemacht habe, war natürlich eine Wärmflasche unter eine Fließdecke, sag ich mal, eine etwas wärmere Decke und dann nochmal sofort Milch gemacht, zubereitet und das auch natürlich das den Babykatzen gegeben. Und dann bin ich gestern noch alle 2 Stunden aufgewacht und habe die Babykatzen nochmal gefüttert, weil Kitten bis zu 2 Wochen müssen alle 2 Stunden gefüttert werden. Und das habe ich jetzt auch von gestern bis heute gemacht. In der Nacht insgesamt 4-mal aufgestanden und seit heute Morgen schon ein paar Mal hier gefüttert. Und jetzt wollte ich euch mal gerne zeigen, wie man mit solchen Babys umgeht, wenn man die hat. Denn es kommt jetzt die Kittenzeit, geht jetzt langsam los hier bei uns in der Türkei. Hier in Side sind ja auch viele Katzen leider noch nicht kastriert und die jetzt demnächst in den Urlaub kommen, das kann sein, dass sie auf Kitten stößen und wenn dann nach ein paar Stunden die Mama nicht gekommen ist, dann heißt es entweder, dass die Mama was passiert oder die Mama hat sie abgestoßen. Das kann auch natürlich sein. Und wie man dort auch gleich mit sowas umgeht, will ich euch hier auch zeigen. Zum Beispiel kann man die Kamera drehen. Ich bin hier gerade, wie gesagt, vor meinen Geschäften. IC, Optik und Jewelry. Und ich kann euch mal hier die Kitten zeigen. Sag mal, die haben hier eine Wärmflasche. Die liegen auf der Wärmflasche, die schmusen miteinander. Sag mal, so sehen die aus. Also die verlassenen Kitten. Die Mama ist nach 16 Stunden immer noch nicht aufgetaucht für die, um sie mitzunehmen. Also die können noch froh sein, dass sie überhaupt noch leben. Die beiden Kitten. Schaut mal hier, können wir das sehen? Und die haben dort auch eine Wärmflasche und bei der Wärmflasche gibt es halt künstlich die mütterliche Wärme von sich. Das ist ganz, ganz wichtig. Die waren gestern, wie gesagt, schon eiskalt, wo sie zu mir kam. Und das heißt auch natürlich, dass sie dann auch erfroren werden. Ich habe jetzt leider keine Zuchtmama. Ich habe keine Zuchtmama gefunden. Ich habe mich ein bisschen recherchiert in der Früh. Und da keine Mama gefunden wurde, muss ich mich jetzt ein bisschen drum kümmern. Und meine Katzen sind ja alle kastriert. Hier schaut mal einmal der Trump,
schaut auch alles zu. Also wie gesagt, ich werde versuchen, die Kitten jetzt natürlich groß zu ziehen. Ich gebe mein Bestes und jetzt zeige ich euch auch mit, wie man sowas füttert. Auf jeden Fall habe ich hier schon das Futter bereit. Das ist jetzt mit lauwarmem Wasser gemacht. Das war jetzt ein bisschen wärmer, aber ich habe ja ein Video angefangen. Da kommt ein Teelöffel Katzenmilch rein und da kommen dann 3 bis 4 Teelöffel Wasser rein, dass es auch dann mit Wasser verdünnt wird. Ja. Und dann will ich euch mal zeigen, wie man das füttert. Schaut mal, das ist jetzt hier das Futter für die. Ich mache mal das kurz hier hin. Schaut mal, das ist das Futter. Und das wird dann so aufgezogen in die Spritze. Für die Flasche ist es noch ein bisschen zu früh für diese Katzen. Und dann nimmt man es vorsichtig. Und man muss das eigentlich nur zum Mund halten. Schaut mal. In Richtung Mund. Und schaut mal, der fängt schon von alleine an zu trinken. Seht ihr das? Der saugt das von alleine. Schau mal, ich drücke die Spritze gar nicht. Der saugt das selber weg. Seht ihr das? Er saugt sich das selber. Das sieht man da auch. Dass er da gerade das selber gesaugt hat. Also 1 bis 2 Spritzen sind hier auch ausreichend. Schau mal, der trinkt das auch sehr doll. Sehr schnell meine ich, sehr doll. Jetzt haben wir das noch einmal hier. Noch eine Spritze. Na, komm mal her, komm mal her, komm mal. Und wie gesagt, 1 bis 2 Spritzen. Das kann auch 1,5 sein, aber das alle 2 Stunden. Schau mal, der saugt das von alleine. Das sei denn, er ist satt. Ne, er ist satt jetzt. Also er ist mit einer Spritze satt geworden. So. Und den legen wir jetzt ganz kurz beiseite. Denn jetzt kommt der andere erstmal. Die miaut auch schon. Die kreischt auch. Schaut mal. Das ist auch höchstwahrscheinlich. Okay, okay, hier ist deine Milch. Komm mal her. So. Okay, komm mal her, komm mal her, komm mal her. So. Schau mal, jetzt trinkt sie. Seht ihr das? Sie trinkt von alleine. Wie gesagt, für eine Flasche ist es noch ein bisschen zu früh. Mit der Spritze ist es dann immer ein bisschen besser. So, die ist auch satt. Das heißt, sie haben noch nicht so einen großen Hunger. Aber normalerweise muss man halt sehen, wie groß ist der Magen. Eigentlich müsste so eine Spritze reichen, so viel. Bei dem hier, laut Tierarzt. Weil man kann ja das von hier in der Katze halten und das dann vergleichen mit dem Magen an der Katze. Und wenn man jetzt auch der Katze, wo sind jetzt die Tücher hier? Und wenn man jetzt mit dem hier die gefüttert hat, dann heißt das natürlich, dass sie auch auf Klo müssen, aber das können kleine Babykatzen noch nicht von alleine auf Klo. Da nehmen wir hier so ein Tuch, machen das ein bisschen feucht, praktisch wie die Katzenmama das macht. Und dann holen wir das hoch und massieren hiermit so ein bisschen den Bauch. Und das erleichtert ihn auch gleich. Deswegen habe ich den erstmal ein bisschen beiseite getan, dass er das auch verdaut. Aber der muss gerade wahrscheinlich nicht. Wundert mich auch, ehrlich gesagt. Weil normalerweise, wenn die jetzt hier... Ah, jetzt macht er doch, der macht doch Pipi. Da muss man halt ein bisschen um den Bauch massieren und dann
machen die auch Pipi. Schaut mal, so schaut es dann aus, wenn die Pipi gemacht haben. Und das gleiche machen wir auch hier bei der anderen. Schaut mal, ebenfalls hier den Bauch massieren und sie macht gleich sofort Pipi, das heißt die musste, seht ihr auch. Ja, hier den Bauch massieren. Also nachdem die 1 bis 2 Spritzen Futter bekommen haben, wird dann so der Bauch massiert. Von alleine können nämlich noch nicht auf Klo gehen. Habt ihr das gesehen? Hier, so sieht's aus. Und so sieht ein Babykätzchen aus, was jetzt 1,5 Tage alt ist. Er ist auch jetzt ein bisschen sauer. So, ja, okay. Du hast aber viel Pipi gemacht. Alles gut. Sei nicht so zickig. Und dann tun wir die jetzt auch zurück. Und dann sind die, was jetzt hier ist, das wird weggekippt, das wird nicht noch einmal benutzt. Das wird bei jeder Fütterung frisch gemacht. Also das wird nicht mehr benutzt. Das kippen wir gleich weg. Oder das kann man auch anderen Katzen hier geben. Und dann schauen wir mal, wie sich das fortbildet. Und ich hoffe mal, dass die auch hier das, wie gesagt, überleben. Die beiden kleinen Kätzchen. Die Wärmflasche ist noch warm. Das kann man hier auch sehen. Ja, die hat sich jetzt hier hinten versteckt, muss aber zur Wärmflasche kommen. Auf die Frage, wie viel sind das? Das sind 2 kleine Kitten, die haben wir gerade gefüttert. Und Klo gemacht. Und jetzt werden die gleich wieder schlafen. Wärmflasche wird gleich auch nochmal nachgefüllt für sie. Und dann hoffen wir mal, dass sie überleben. Somit haben wir euch auch gezeigt, wie jetzt Kitten gefüttert werden und wie man mit denen umgeht, wenn die jetzt noch ein bisschen jünger sind. Wie gesagt, die sind von der Mama abgestoßen und die kann man halt nicht einfach zurücklassen. Also ich kann sie sowieso nicht einfach zurücklassen. Und jetzt sieht mal, so sehen zufriedene Babykatzen aus. So sehen die aus, wenn die jetzt satt sind. Die sind satt, die haben ihr Klo gemacht und die haben auch ein warmes, kuscheliges Plätzchen. Die sind hier im Karton mit einer warmen Decke hier. Ne? Und darüber auch nochmal, damit sie nicht auf die Decke machen, auch nochmal extra. Eine Lake drunter. Und dann nochmal hier. Das sieht man. Wie sie jetzt zufrieden sind. Und dann hoffen wir mal auch, dass die überleben. Also jetzt werden die, wie gesagt, alle 2 Stunden von mir gefüttert. Euch natürlich auf den Laufenden, wie es denen geht, immer, und teile euch das auch natürlich mit. Auf jeden Fall tue ich alles für die Kleinen, was in meiner Hand liegt. Damit sie überleben. Bezüglich
dem anderen kleinen Leon, den wir jetzt ein paar Tage geteilt haben. Der kleine Leon ist hier im Katzenhäuschen. Wir haben auch viele jetzt nach dem Leon öfter gefragt gehabt. Der Leon ist ein sehr, sehr hyperaktiver Kater. Und wo bist du, Leon? Bist du da unten? Komm mal her, schau ich mal kurz, ob du da bist. Moment. Ja, schau mal, der Leon ist da hinten. Den kann man sehen. Oder? Da sieht man den Leon. Und der Leon ist sehr, sehr hyperaktiv und hat sich jetzt auf den Schlaf gelegt. Und er geht auch von alleine auf Klo. Und er schläft auch da. Und er geht auch von da aus, wie gesagt, von alleine auf Klo. Der hat das gelernt. Und hier ist auch sein kleiner Babynapf. Da bekommt der Leon sein Futter rein. Wenn der Hunger hat. Und Leon ist hier in der kleinen Katzenvilla. Und hier, wie gesagt, in meinen Geschäften in Kumköy bei IC Optical Jewelry sind hier meine Geschäfte vor dem Palomo Ocean Resort Hotel, weil viele fragen auch immer, wo ich immer bin. Nun hoffen wir mal, dass die Kitten das überleben. So, und somit haben wir uns heute gezeigt, wie man mit Kitten umgeht, wenn die neu geboren sind, wie man die füttert und was man da macht, wie man mit denen umgeht. Und nicht vergessen, die Daumen zu drücken, dass sie das auch alle überleben. Und ich wünsche euch dann allen einen schönen Tag. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Ich halte euch natürlich auf den Laufenden, was hier mit den Katzen passiert. Ich sage dann auf Wiedersehen und tschüss.